Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Pro Club Video für die FIFA 13 Saison. Wir sind hier wieder zu dritt am Start. Ja, guten Tag. Hallo. Und wir haben uns gedacht, nach kurzer Pause machen wir einfach nochmal ein Video hier, bringen die Saison zu einem ordentlichen Ende. Ja, und zeigen kurz euch ist ja auch relativ. Ja, es war leider ein bisschen länger, müssen wir uns vielleicht an der Stelle auch mal entschuldigen. Aber ich denke, zumindest kam in der Zeit auch anderer unterhaltsamer und guter Content, vor allem FIFA 14 Content, was denke ich auch nicht so schlecht ist. Ja, und dann hat natürlich auch so ein bisschen das Interesse an FIFA 13 nachgelassen. Zeitlich hat es dann nicht so ganz gut funktioniert, dass wir da uns häufiger zusammengefunden haben. Und ich frage mich gerade, ob vielleicht auch diese drei Niederlagen, die wir gerade in Serie bekommen haben, auch einen gewissen Teil dazu beigetragen haben. Vielleicht. Das solltest du doch jetzt nicht mehr erwähnen, Benny, Mensch. Es ist mir doch gerade aufgefallen, dass da dreimal S steht und dann dreimal ein fettes N für eine Niederlage. Ja. Das letzte Mal, das war die Dreierkette. Ja. Dreierkettensache, wo wir. Hey, lass mich, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich habe mich gerade schon überlegt, was wir jetzt spielen. Ich glaube, wir waren im 4-2-2-2 am stärksten. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Also ich meine, die letzte Folge muss man noch mal kurz erwähnen, war ja auch das 11 gegen 11 gegen Pete Smith. Deswegen, wir hatten ja auch zwei Siege eingefahren, die jetzt nicht da drin gelistet sind. Ach ja, stimmt. Ja, also, das ist aber echt schon richtig mit dem letzten Regular Gameplay. Also als wir das letzte Mal aufgenommen haben, ich denke, es ist ohne Scheiß über 2 Monate her. Kurze Pause, Mensch. Ey, es kam mir ohne Scheiß nicht ganz so lang vor. Ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, da war Malte in Ungarn Urlaub oder sowas. Bisschen Sommerurlaub, sind jetzt im tiefsten Herbst, aber. Okay, gut, wir waren überlegen wegen der Formation. Die erste Frage, die hier gestellt werden muss und beantwortet werden muss: Wer spielt alle? Malte hat sich jetzt hier schon frech als Stürmer eingetragen. Ich kann alle spielen gerne. Mir ist das egal. Ja, also ich denke, du bist unser alle Spieler hier. Und du hast es am häufigsten gemacht und wenn wir so schauen, wenn wir das jetzt hier so die Saison zu einem gewissen Ende bringen wollen, dann bietet sich ja an, das auch so zu einem runden Abschluss zu bringen, dass du wieder alle spielst. Genau, denn das ist ja auch der Plan in dieser Folge, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, dass wir es einfach nochmal zu einem runden Abschluss bringen wollen, weil ansonsten hätten wir die Folge gar nicht nochmal aufgenommen. Ich glaube, ich habe es gesagt, aber... Mein Pro war noch als Torhüter eingestellt, ich glaube, das wird jetzt eine andere Position sein, die ich spiele. Oh shit, ich weiß gar nicht mehr, als was meiner eingestellt ist. Meiner ist noch RM. Oh Mann. Oh Gott. Oh hey, mein Gott, was ist denn da los? Wir sind top vorbereitet. Jetzt lass einfach gleich kurz schneiden, Mann. Warum? So, Probe arbeiten. Weil das jetzt schon viel Trash-Talk ist die ganze Zeit. Malte, das finden doch die Leute gar nicht so schlecht, glaube ich. Nee, würde ich auch sagen. Gut. Also ich war noch Torhüter, nur um es mal den Leuten zu erklären, weil ich das letzte Spiel, wo wir quasi mit den 11 gegen 11 im TS waren, haben wir noch, glaube ich, 2 Spiele gemacht, ohne aufzuzeichnen. Und da habe ich dann im letzten Spiel Torhüter gespielt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Ball gehalten. In der Soccerhalle im echten Lag aber auch daran, dass einfach überhaupt gar keine Unterstützung aus dem Mittelfeld und der Abwehr vorhanden war. Wie das natürlich immer ist, wenn Torwart alt aussieht, ne? Muss man ja machen. Ich habe doch Verteidiger gespielt, oder? Erinnere ich mich. Und ich bin immer hinten geblieben, im Gegensatz zum... Oh Gott, wer war das? Der Innenverteidiger, der immer nach vorne gestürmt ist? Das war auf jeden Fall derjenige, der nicht im TS war. Ja. Immer die Kante vorne war das. So, aber wir haben es dann auch immerhin auf eine 79er Wertung beim Pro geschafft. Warum? Achso, der Malte ist auch schon da. Okay, war ich der Letzte jetzt. Ja, also was man jetzt auch nochmal irgendwie erwähnen möchte, natürlich möchten wir auch diese Serie in FIFA 14 weiter fortführen. Und ich denke dann, wenn wir dann auch eine ganze Saison irgendwo regelmäßiger spielen, warum geht das nicht weiter? Keine Ahnung. Wenn wir dann auch eine Saison lang regelmäßiger spielen, wir haben ja sehr spät angefangen mit Pro Club, dann werden wir vielleicht auch etwas bessere Wertungen erreichen. Kann ich mir vorstellen. Denke ich schon, ne? Und dann werden wir vielleicht auch mal in Liga 1 kommen. Ja, das auf jeden Fall. Also vielleicht auch mal einen Titel gewinnen, ne? Boah. Wir haben ja Titel gewonnen, aber nicht in Liga 1, sondern in Liga 7 und sowas. Ja, aber wenn ich von Titeln spreche, dann spreche ich von richtigen Titeln in Liga 1 natürlich. Okay. Okay, das ist mal eine Ansage. Okay. Interessant. Gut, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt laufen wird hier. Also, wir haben ja ewig nicht mehr gespielt. Ja, vor allem habe ich ewig kein FIFA 13 mehr gespielt. Dann werden wir gleich erstmal direkt nass gemacht von dem kleinen Wicht. Ja. Boah, bei mir leckt das. Es leckt bei mir gleich auch schon mal schön ein bisschen. Bei mir leckt gar nichts. Oder? Spür bei kurz. Mir leckt's. Also, bei mir leckt gar nicht. Also, wenn, dann müsst ihr sagen. Dann gehen wir raus. Wollen wir rausgehen? Würde ich sagen, gut. Oder? Raus. Oh, den Ball hätte ich abgefangen. Oh ja, beim Leaven leckt's bei mir. Geht ja schon mal richtig gut los hier. Ja.
Und es gab ja jetzt auch schon eine Ankündigung von EA, dass auch beim Pro Club ein bisschen was geändert wird. Die ersten haben sich auch schon Gedanken gemacht, als dann hieß, ja, es gibt Co-op Seasons Mode, wo man 2 gegen 2 und 3 gegen 3 spielen kann, dass dann wahrscheinlich der Pro Club von vielen vernachlässigt wird. Aber zumindest von EA hat sich ein bisschen was verändert, was ich jetzt nicht zwingend als selbstverständlich nehme, weil es doch immer auch ein Spielmodus war, der in den letzten Jahren ein bisschen, ja, drunter gelitten hat, dass Ultimate Team so nach vorne geprescht ist, was die Entwicklung betrifft. Ja, auf jeden Fall. So meinte jetzt, bist du wieder Kapitän. Ich hab mir gerade schon gedacht, überlegt er jetzt, mir hier die Kapitänsbinde zu geben? Ich überlege jedes Mal, welche von diesen Scheiß-Tasten das nochmal ist, ey, mit dem Kapitän auswählen und so. Und da ich dann immer vermeiden will, auf Spielsuche zu klicken oder so, überlege ich lieber immer länger. Benni war gerade dabei, die Veränderungen ein bisschen auszuführen. Naja, ich wollte jetzt das so als Thema einführen, über das wir so ganz frei und locker spontan reden können. Wurde ja was angekündigt von EA. Malte, du hast es ja auch vor kurzem mal gelesen. Was sagst du denn dazu? Hey, warte mal ganz kurz. Das ist so krass, wie ich mir jetzt in der Arena den Ball einfach vorlege, weil ich einen Übersteiger ohne L2 machen will. Ja. Tja. Tja, verrückt, ne? Dieses FIFA 13. Mhm. Der Malte, der hat schon FIFA 13 gesuchtet, merkt er, ne? Das ist 14. FIFA 14. Was ich gelesen habe, ist ja, dass sie jetzt versuchen, bei den Spielerattributen, was ja so eine Sache war, wo dann irgendwie viel rumexperimentiert worden ist. Man sieht ja hier, wir haben auch zum Teil sehr kleine Pros. Ach, ich habe Anstoß. Da hat man ja immer versucht, irgendwie ja alles auszubauen auf Pace. Und ich habe das so rausgelesen, dass sie versuchen, das Ganze jetzt realistischer zu gestalten. Dass man sich also überlegen kann, in welche Richtung man sein Pro bringen will und dementsprechend das Ganze dann ausbauen kann und dass die Attribute dann auch einfach mehr Wirkung zeigen. Also, dass man zum Beispiel sagt, einer soll massig sein, einer soll eher dribbelstark flink sein. Sehr gut, Georg. Kurzer Bodycheck. Bei mir leckt es auch schon wieder gut, ey. Also, keine Ahnung, also, was da los ist. Hast du einen Upload am Laufen? Total. Und ich muss sagen, darauf bin ich eigentlich, oder da freue ich mich, oder bin recht gespannt, wie das so dann laufen wird mit den Spielern. Ob die eigenen Pros dann tatsächlich da nochmal ein bisschen realistischer werden. Ja. Bin ja auch gespannt. Ja, also ich weiß auch nicht, da stand dann sowas, dass man sich entscheiden kann, in welche Richtung man ein Pro entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich wirklich am Anfang irgendwo festlegen muss. In die Richtung soll es gehen. Meiner soll ein Tripler werden, meiner soll ein Torjäger werden oder was weiß ich. Oder ob man so dann quasi auch so einen gewissen Stil für diesen Pro festlegen kann. Da bin ich gespannt, wie das genau gemeint ist. Aber ich denke, es wird nicht irgendwie festlegen sein und danach kann man sich nie wieder umentscheiden. Nee, das glaube ich auch nicht. Nein, ich denke, damit wollen die einfach nur verdeutlichen, dass man selber halt sich überlegen muss, was man will mit seinem Pro. Könnt ihr mal in der Mitte spielen? Warum spielt ihr denn nicht? Hab ich. Gestanden. Kannst du ihn schicken? Jawohl. Ja. So, was nachgeben hier. Probier mitzukommen, ja. Noch ein weiter? Ja. Die WhatsApp-Nachricht hat mich irritiert. Da ist aber wieder einer beliebt hier heute. Ja. So, bauen wir es mal auf ein bisschen hier. Oh! Wenn wir Protect the Ball einsetzen, ich sehe es. Das Leggen ist so schön. Über Mitte an. Verteidigen sie aber nicht schlechter in der Mitte. Ja. Haben sie gut antizipiert. Oh. Es könnte gefährlich werden. Oh. Ja, das hier läuft da mal vorbei. Boah. Den habe ich aber schon drin gesehen, ey. So, ich laufe unten. Spiele ich eigentlich rechts oder wechseln wir einfach die ganze Zeit ab, Georg? Am besten geht mal einer nach links, von mir aus gesehen. Ja, das wäre nämlich viel cleverer, wenn er auf der linken Seite den Abschluss hat. Yep. Ich kann es auch links kurz spielen. Okay, du schießt ihn einfach komplett zum Gegner. Komplett Banane einfach nach vorne. Das war gut. Komm mal ab jetzt über außen vielleicht. Ein bisschen zu früh. Das ist überhastet. Ich habe deine Lücke gesehen und Georg hat sie auch gesehen und dann musst du nicht sofort wieder kritisieren, ja? Danke. Wenn es halt überhastet war, Mann. Das war überhastet. Vorhin habe ich das gesagt. Ach so. Bisschen zu früh. Also ich habe gesagt, ein bisschen zu früh. Vielleicht hat Malte das noch unterstützt. Boah, das macht er hier nicht schlecht. Ich gehe hier gleich raus. Da will er schlenzen. Ja, der hat auch schon zu viel FIFA 14 gespielt. Alle haben schon zu viel FIFA 14 gespielt. Mich wundert es, warum Protect the Ball nicht so gut funktioniert. So, jetzt aber unten hier. Oder auch nicht. Drauf geschissen. Jetzt aber! Oder auch nicht. So. Mhm. Oh, das war aber ein experimenteller Pass. Ja, aber nicht ganz so schlecht. Ah, schade. Ich habe schon den Doppelpass durchkommen sehen, aber du bist ja immer typisch FIFA 13 hängen geblieben am Verteidiger irgendwie. Richtig.
Immer sehr ärgerlich. Aber das kriegen sie auch irgendwie nicht raus seit mehreren Jahren. Das. Ich meine, wenn ein Verteidiger im Weg steht, dann kann man ja auch wirklich mal an ihm hängen bleiben. Das ist jetzt ja nicht so unrealistisch. Ja, man kann aber auch einfach vorbeilaufen. Oh. Hier eine kurze kleine Anmerkung. Das ist ja eine der Sachen, die vor allem bei der Next-Gen-Variante überarbeitet sein soll, dass einfach die Spieler viel bewusster solchen, ja, sag ich, Kollisionen ausweichen werden. Einfach auch hier der Grund, warum das möglich ist, einfach die höhere Rechenpower von der neuen Konsolengeneration, dass dann einfach die verschiedenen Modelle oder Varianten oder Szenarien durchgerechnet werden können und der Spieler sich dann entscheidet, was er macht, aufgrund dessen, was berechnet wurde. Richtig. Das nur mal so am kleinen Rande, ne? Ja, durchaus interessant, mein Freund. Kühle Geschichte, Bro. Jetzt! Oh, oh, schade, da hätte er mal den Grünen da schicken können. Ich glaube, das ist Georg. Den Grünen, ja, das bin ich. Oh, fuck, ey. Den Grünen, ey. Du bist jetzt auch nur noch der Rote, Malte. Okay. Ich bin der Blaue. Los, Roter, verteidige. Sehr gut. Ja. Schade. Ja, ich bin noch nicht so wirklich im Spiel drin. Alles, was ich mache, mache ich falsch. Ich merke das schon. Zur Not ist der Malte für alles verantwortlich, als alle Spieler. Und, ja, ich sehe es schon kommen. Ich meine, bis jetzt nehmt ihr aber auch noch nicht so richtig am Spiel teil. Ganz kurz spielen, wenn du willst. Ich bin ja auch Stürmer. Weil es ist ja auch nicht gerade einfach für euch, ich weiß es nicht. Ja? Nee. Ach, shit, ey, nee, also beim besten Willen, ja, nicht, Georg. Ja, ich bin in der Mitte. Komm. Ja! Oh, was zur Hölle, was war das denn? Versucht mal wieder die Bälle nicht zu früh zu spielen, weil die antizipieren ganz schön krass. Ja. Okay. Ja. Also irgendwie machen die das schon nicht schlecht. Ach, come on. Alter, wir kriegen einfach wieder eine Klatsche. Wir kriegen so aufs Mett, ey. Unglaublich. So, egal, es geht jetzt einfach darum, hier Moral zu beweisen. Na nochmal klar, Mann, wir holen das noch, ey. Nochmal als geschlossene Einheit Minute, ist doch nix. Das ist doch nix, 36. Minute. Aber ich glaube, wir waren durchaus schon mal besser. Das ist aber auch gerade so ein Gedankengang von mir, den ich komischerweise habe. Jetzt spiel doch mal! Ich hab gespielt, es leckt halt. Ja. Wieder die Tornische Leitung hier, ey. Oh ja. Jawohl. Da geht er mal ins Laufduell. Oh, ja. Schade. Ja. Schön nachgesetzt. Außen vielleicht nochmal, Georg. Natürlich, immer noch. Oh, Dribbling hier, plus zwei. Jetzt okay. Bring auch mal die Flanke. Das scheint ja nicht zu sein. Die Mann, Leute! Ja, da ist das Ding! Da ist das Ding! 12 von 12 hier. Kopfbälle aufs Tor. Eine Chance, ein Tor. Den hätten wir ja fast zusammen eingenickt. Den nickt er richtig schön da ein. Mit Doppelstein. Also, da bringt er gut Druck hinterm Ball. Ich muss ja auch sagen, dass ich gar nicht in die lange Ecke köpfen wollte, sondern in die kurze Ecke. Von daher ist es ein, ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Passiert aber manchmal einfach von automatisch so, habe ich fast das Gefühl. Ja. Also mir geht das auch manchmal so. So Jungs, ein Tor. Also zwei müssen wir hier machen. Das schaffen wir so. Ja, wenn wir nicht noch eins kriegen. Wir kriegen jetzt keinen. Achso, ich bin unten. Ach du Scheiße, wo bin ich hier gerade lang gelaufen? Krass. Oh, ach, okay. Shit, eine Ecke, ey. Ich bin dann unten. Der Torwart ist auch total fangsicher, habe ich das Gefühl, ey. Naja, den kann er da jetzt auch nicht so runter, so leicht runterpflücken. So, jetzt ich. So, jetzt versuch ich mal schnell abwerfen. Machen. Ja. Ja. Geh mal steil, Georg. Ah, oh, sorry. Ja, passt schon. Hättest du sonst versucht zu hinterlaufen, ne? Aber es ist ja nicht spät dran. Ich denke halt irgendwo, dass wir schneller sein müssen. Boah, was machen die denn da, ey? Kannst kurz spielen. Oder so auf den Gegner. Achso, irgendwie auf manuell. Nein. Easy. Mal sehen, ob er noch einen Angriff überhaupt gibt uns. Nein. Nee. Dann haben wir jetzt noch die zweite Hälfte. Ja. Das hast du gut gefolgert. Wir haben auch einen. Sehr effizient. Bisschen was ins Phrasenschwein hier. So, jetzt mal auf hier. Kriegen wir schon noch hin. Wir können das ja als Abschluss nicht eine Niederlage stehen lassen. Ja, also das finde ich nämlich auch, dass wir jetzt mal versuchen sollten, hier zu gewinnen. Ich weiß ganz einfach. Ich bin der in der Abwehr unter Druck steht. Mir fällt ja schon dann auch eine schnelle Lösung ein, falls es. Boah! Falls es jetzt wirklich zu einer Niederlage wird, dass wir noch ein Spiel spielen. Da wird sich der Malte freuen. Ach so, stimmt, das geht gar nicht. Zeitlich haut es nicht hin. Gut, wie keiner springt. Das passiert bei FIFA 14 irgendwie voll häufig, habe ich das Gefühl. Na, wir nehmen nämlich gerade an einem Freitagabend auf und ich fahre gleich noch zu meiner Freundin.
So, kannst du mal. Na, jetzt ja. Ja, ich weg. Vor allem, ich sag noch nicht zu früh spielen und dann. Na. Ja, habe ich jetzt auch mal so ganz unkommentiert dastehen lassen, ne? Kannst ganz lang. Dann geh ich weg. Nimm nochmal Mitte mit. Mensch, Malte, mal ein bisschen Risiko gehen. Hey, das was nicht. Spielst du für Pässe? Hast du ehrlich auf manuell irgendwie gestellt oder sowas? Du spielst irgendwie schon den dritten Pass einfach irgendwo. Wieso? Ich habe ganz normale Bälle gespielt, die laufen dann halt jeweils weg. Schön nachgesetzt. Kannst du mal bringen? Ja, reinspielen. Ja. Mach ich. Ja, voll. Da steht der aber heute in der Luft. Eins, ja. Mann. Was ist los? Oh, ja. Ordentlich Druck gemacht vorne und dann passt das Ding. Was ist das denn? Ja, geil, ne? Oh, die kommt aber auch schön. Ja. Ja, kann man nichts sagen. Butterweich so und dann wird hier eingenickt. Machen wir nochmal wieder, oder? Schöner First Touch. Der TCO hier. Ja, das gibt gelb. 8 von 8 provozierte Fouls. No. Yes. Gar nichts gibt, leider. Ganz kurz spielen. Boah. Oder auch nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Was war das jetzt? Er sagt auch gar nichts. Warum ich da nicht kurz... Ja, aber ich bin hier noch konzentriert. Sorry, ich musste mal gerade gucken, dass ich hier am Ball wiederkomme. Warum ich den nicht gespielt habe, ist einfach der Grund, dass... Ja, das Gefühl, warum hast du den Pass danach gespielt? Ganz unten. Ja. Oder auch oben. Ich habe ja keinen Ball gefordert. Aber ohne Scheiß, Georg, ich glaube, der andere Punkt ist einfach, dass auch vor allem unsere CPU-Spieler nicht die besten Passwerte haben. Nee, deswegen frage ich mich, warum du da so einen Bananenpass so halb hoch auf mich dort nach vorne reinschippst. Also... So ein Schnippler, keine Ahnung. Ach, ihr habt gut reden da. Ich muss mich auch langsam erstmal wieder reinfinden. Komm mal, wir müssen noch ein Tor machen. Komm mal einen Ball hier. Oh, ja. Sehr gut. Schön. Kannst du mal steil. Steil spielen. Schön, Brust vor den Ball. Ich komme im Rückraum gelaufen. Ja, jetzt kannst du. Ja! Ja, das sind halt auslassen. Was ist da los, ey? Hast du gesehen, wie er sich den Ball 3 Meter vorlegt, weil der Gegenspieler dran ist? Du hast dich so schön durchgesetzt da außen. Ja. Ordentlich Körper zwischengehalten, warst ein Tick schneller und dann hättest du eigentlich den Platz gehabt für eine Platte. Wo war das Protect the Ball, Benny? Wo war's? Ich hab's vermisst. Einfach mal einen flachen Pass hinten rum. Immer günstig. Das sind ja alten Fußballerweisheiten. Ich spiel mal direkt weiter. Ganz stark. Ich bin da. Oh, was für ein verkackter First Touch da wieder, Mann. Schade. Soll nicht sein. Aber ich bin hinten dran. Ja, der bleibt, da kommt er mit. Ich hol ihn mir. Das ist Arbeitsmoral hier auf dem Platz. Hinten, ja, das ist unnötig. Ausdauer mehr. Verballert, so richtig. Und jetzt der Kopf. Nein! Kurz. Ja. Jetzt kannst du ihn durchstecken. Ja, der Georg hat leider keine Luft wahrscheinlich, oder? Oh, der hat Luft. Mach ihn. Wie drei Pferde. Ich nochmal steil. Schön, lauf erstmal und dann bring ihn. Erster Pfosten. Jetzt. Und der zweite. Ja! Was? Was zur Hölle? Wieso macht denn eine Ballannahme der Mongo, ey? Glück der Mongo, ey. Komm, Junge. Schade. Mann. So schön abgesetzt vom Verteidiger am ersten Pfosten. Ja, auf jeden Fall. Dann so ein Scheiß. Kannst. Nee, mach einfach so, wie du denkst. Oh, schön. Ja. Ja. Ein weiter? Ja. Nice. Ich hinterlauf wieder. Geh mal in die Mitte, Benny. Jetzt! Ja. Haben wir noch. Den könnte man nochmal kriegen. Nachsetzen. Oh. Gott, der trischt den einfach nach vorne und behält den Ball. Unglaublich. Oh. Torwart. Schade. Raus. Unten. Komm entgegen. Komm mir. Dück entgegen. Dann wird es schneller. Was ist das denn? Jetzt drauf. Der macht einen Fehler. Nee, nicht ganz. Oh, Alter, was war das denn bitte für ein Pass? Ich habe ein bisschen zu doll aufgeladen, sorry. Ja, aber warum spielst du überhaupt hoch? Du Weil ich kurz geguckt habe und das Gefühl hatte, dass ich den da oben durchstecken kann. Ach, mal abseits. Na. Ja, wo stehst du denn da? Bisschen zu weit vorne, sorry. Minimal. Ich habe ein bisschen zu doll aufgeladen. Georg steht ein kleines Stück zu weit vorne. Und wir haben seit kurzer Zeit keine Pro Club. Und jetzt versuchen wir mal, jetzt versuchen wir mal hier noch ein Tor zu machen. Jetzt kann ich noch hochstecken. Boah, wieder optimistisch. In der Mitte kommt er mit. Warum du die immer hochspielst. Ach, oh, ist das eine Eva? Nee. Alter. Aber da kann man was draus machen.
Spielen wir den kurz oder bringen wir den rein? Ich würde ihn, glaube ich, bringen. Wie es aussieht. Ich würde ihn, glaube ich, bringen. Oh ne, jetzt kein Bug, oder? Ja, der kommt gleich weiter. Ja. Oh, Glück gehabt, ey. Oh. So, und zwar stellen wir uns hier so ganz kackendreist irgendwo hin und dann... Ich bringe ihn einfach rein jetzt. Ja, ich stehe da. Benni, mach du den. Das lieber. Ich hab scheiß Werte wahrscheinlich. Aber als Dings kannst du den besser rumziehen, finde ich. Ich hab schon, guck mal, ich hab 55. Jetzt mach jetzt los. Deiner 76 mach du. mach du. Hier, der wird ich gleich automatisch rein, gemacht. Ne? Ich hab schon zwei Dinger gemacht, komm. Ah. Ja. Ja. Boah. Elfmeter plus eins, aha. Okay, Georg, kannst du es mehr zu ausnutzen, auf geht's. Ich hab keine Ahnung. Aber Hauptsache ich krieg für den Kopf bei Elfmeter plus 1. Grätsche plus 3. Torwart plus 10, Mann. Was ist los? Gut, herrlich. Ja. Komm, ich hab wieder Ausdauer. Jetzt geht's los. Ganz lang. Ach. Kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Spiel kurz. Oben. Ja. Komm, weiter. Jungs, einen ordentlichen Angriff noch. Ich bin außen. Mach erstmal den Ball fest, Georg. Was ist das denn? Foul! Er zieht am Trikot. So. Gelb. Das ist nochmal eine gefährliche Position. Ja. Malte, du weißt, was du zu tun hast. Ey. Bring die. Ja, ihr wisst schon, dass ich solche Freischüsse nicht gerne trete, aber gut, ich versuche. An die Fünfergrenze. Da, wo ich stehe. Guck mal, ich stehe hier schön. Den bringt ihn wahrscheinlich zu fest, ich sehe es schon. Oh, den mach ich. Oh. Komm, Jungs, nochmal nachsetzen. Komm, 5 Minuten Nachspielzeit, ey, da muss noch was gehen. Drauf. Ja, Malte? Nein! Scheiße. Geil, komm. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr, das bringt nichts. Schönes Ding. Kannst spielen? Ja. Oh. Komm, mach's jetzt nochmal. Komm, haben wir noch. Ja. Oben. Nein. Ey, das wäre so brutal, hätte ich jetzt die Folge mit dem Longshot. Die ganze Serie mit dem Longshot. Was war das denn für ein Schussversuch, ey? Komm, wir kriegen noch einen Angriff. Nein! Oder auch nicht. Oh Gott! Also Malte, bitte. Wir haben gegen Best Ever immer ein Unentschieden gespielt, Pops. Hui, das war aber auch jetzt nicht so ganz überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn da los, ey? Nee, beim besten Willen nicht. So eine richtige Fail. Was? Dafür braucht man auch gar nicht die Fails aus den anderen Folgen zusammenschneiden. Um irgendwie mal ein bisschen für witzige Stimmung zu sorgen. Nein. Man macht einfach eine letzte Folge, in der man sich schön blamiert. Aber gut, ich fand, zwei schöne Kopfballtore waren dabei. Ordentliche Angriffe waren jetzt in Maßen auch vorhanden. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Leistung, obwohl ich Spieler des Tages geworden bin und zwei Tore gemacht habe. Das spricht schon für sich. Ja, schau mich mal an, wo ich da stehe. In der Komm, also wir können uns jetzt alle hart kritisieren. Ich denke, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass es richtig schön scheiße lief. Also Malte, für den Longshot am Ende müssen wir jetzt eigentlich noch ein Spiel machen. Ne? Also der ging auf deine Kappe. Ich muss okay, wenn du willst, ruf Lisa an. Ja, live. Los, live. Still auf laut. Nee. Das gibt nur böse Ärger, das lasse ich lieber. Hier, guck mal, Lisa, bist du in der Folge. Gut, ich würde sagen, das Wichtigste ist, was wir jetzt auch nochmal am Ende zusammenfassen wollen, dass wir auf jeden Fall Bock haben, in FIFA 14 das Ganze fortzusetzen, hoffentlich auch auszubauen, auch von der Leistung her auszubauen, das Format noch ein bisschen runtergestalten, vielleicht ein paar neue Dinge reinbringen. Und ich würde sagen, ihr könnt gespannt sein, was wir dann in den nächsten Wochen im Pro Club, wenn wir den erstellen, dann zustande bringen. Und dann denke ich, kann man das hier ganz gut zu einem Ende bringen. Oder was sagt ihr dazu? Ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil die Frage gekommen wird. Joshua und Till haben beide eigentlich nur eine Xbox und dadurch sind sie jetzt hier regulär nicht dabei. Und aber da möchte ich vielleicht nochmal was ergänzen. Ich weiß nicht, ob du es noch jetzt hättest ergänzen wollen, aber es war ja zum Beispiel bei der Aktion mit Pizmizzo, da haben sie sich mal eine PlayStation geliehen und ich kann mir vorstellen, dass man sowas gegebenenfalls auch noch zwei, dreimal hinbekommt. Deswegen habe ich auch gesagt, regulär. Also, ja. Genau. Also einfach mal gespannt sein. Versuchen da was Cooles zu gestalten. Und dann wäre es natürlich auch cool, wenn die Jungs mal dabei sein können. Ja. Gut, ja. Das muss besser werden in 14. Das muss besser werden. 27,55 ist unsere Statistik. Sieht ganz gut aus, aber wir haben natürlich auch vor allem in den niedrigen Ligen gespielt. Ne? Und wir haben jetzt schon gemerkt, dass es in letzter Zeit doch ein bisschen happiger geworden ist, weil wir uns teilweise auch dumm angestellt haben. Ja. Vor allem, wenn wir zwei Monate Pause haben, dann merkt man, hat wirklich gemerkt. Ich wollte gerade sagen, mit so ein bisschen unregelmäßigem Training läuft es dann halt manchmal auch nicht so ganz.
Man ist ja nicht mehr ganz so drin, ne? Nee, aber man hat wirklich gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert hat, spielerisch. Wir haben Abstimmungsprobleme gehabt. Ja, aber also, natürlich. Gut. Ja. Zu dritt zusammenspielen ist immer so eine Sache, aber... Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir das Ganze jetzt beenden, ne? Ich verabschiede mich schon mal. Ich freue mich auf FIFA 14, auf Pro Club in FIFA 14. Wir hören uns dann. Ich hoffe, euch hat die Serie gefallen und ich hoffe, dass ihr auch in FIFA 14 wieder einschalten werdet. Macht's gut, Leute. Genau, ihr könnt ja gerne nochmal in den Kommentaren Feedback da lassen, ob ihr es überhaupt sehen wollt in FIFA 14. Das ist natürlich auch bitte. Ja, also macht so viel Spaß. Könnt ihr mir gerne mal was schreiben, ob ihr es gerne sehen wollt. Wir hatten schon den Eindruck, dass es doch eigentlich mal wieder ganz gut bei euch angekommen ist. Und dann soll es auch von meiner Seite gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Und man sieht es hier schön, man kann die ja langsam reindrücken und auch wieder rausdrücken. Umso tiefer man jetzt quasi reindrückt, desto schneller.